Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen Suppe, eine sehr leckere Suppe. Und diese Suppe kann man kochen, ob mit Fleisch oder ohne Fleisch. Wirklich, es ist sehr anwendbar, kann man Gemüse austauschen, wie ihr gerne möchtet, weil jede Geschmäcke sind unterschiedlich. Und habe heute die ganz große Top-Suppe gekocht. Weil morgen habe ich was vor und eigentlich die Suppe, besonders wenn die mit Weißkohl werden gekocht, besser für 2 Tage kochen. Weil am nächsten Tag schmecken die noch leckerer als am ersten Tag. Und wenn ihr Interesse habt, was für so eine Suppe heute habe ich gekocht, dann bleiben Sie bei mir. Und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß und danach einen guten Appetit. Ich nehme heute Kasslerscheiben und mit denen werde ich zubereiten. Ich habe vorbereitet folgende Gemüse, Kartoffeln, Weißkohl, 2 so eine Stangen Sellerie, 3 Möhren, eine so eine schöne große Zwiebel, ein paar Frühlingszwiebeln und von den Kräutern auf diesem Teller habe ich jetzt Petersilie getrocknete, Dill, Oregano, geräucherte Paprika, Lorbeerblatt, Paprika edelsüß und grob gemahlene schwarze Pfeffer. Dann verwende ich noch Knoblauch, Tomatenpaste, kann man auch mehr oder weniger nehmen. Das ist natürlich nach Geschmack. Ich verwende hier richtig schöne große Esslöffel Tomatenpaste, aber dazu nehme ich auch die Tomatenketchup, was ich angekocht habe, aus Zucchini. Der muss auch weg, habe ich genug angekocht und da gibt auch sehr schönen Geschmack in die Suppe. Oder Tomatensauce kann man reinmachen. In diese Suppe kann man unterschiedliche unserer Gläschen, Gemüsegläschen, was wir angekocht haben, auch da reinmachen. Es gibt wahnsinnig leckeren Geschmack, besonders die Gemüse, welche im Tomatensaft angekocht sind. Dann Salz. Und ein bisschen noch Tomatengewürz habe ich hier. Alles müssen wir schneiden, so wie wir gerne es auf dem Löffel wollen haben. Ich mag es gerne, wenn es alles schön in die kleine Würfel wird geschnitten. Dann fangen wir mit dem Fleisch. Den Zwiebel am besten sehr fein schneiden, dass wir in die Suppe nur seinen Geschmack haben und nicht diese Struktur von den Zwiebeln. Viele mögen nicht unbedingt Zwiebeln in die Suppe. So, Zwiebel haben wir auch schon geschnitten. Jetzt gehen wir ans Herd und werden wir schon Fleisch erstmal anbraten. So, stellen wir richtig gleich große Topf auf den Herd und geben wir ein bisschen Öl oder Butterschmalz. So, das Fett ist jetzt heiß. Geben wir erstmal Fleisch zum Anbraten, dass er richtig schönen Geschmack gibt. So, das Fleisch angefangen schon anzubräunen. Jetzt können wir Zwiebel dazu geben. Und werden wir den Zwiebel auch richtig schön anschmoren, dass er richtig schön weich wird. In dieser Zeit schneiden wir einfach Möhren. Erstmal schneiden wir Möhren. Möhren schneidet ihr so, wie ihr gerne möchtet, in eurer Suppe haben. Ich schneide alles in die Würfel. So. So, Möhren sind fertig. Jetzt schneiden wir auch Sellerie. Sellerie auch schön feine Würfelchen. So fein. Und werden wir gleich noch Knoblauch vorbereiten. Können wir gleich mit dem Ausdrucker machen. So, das haben wir. Jetzt können wir unsere Gemüse zu dem Fleisch zufügen. Es ist jetzt Zeit, unsere Gemüse dazu zu geben. Der Fleisch und Zwiebel schon fertig. Die Zwiebel richtig weich, kaum hier zu sehen in die Suppe. Jetzt kommen die Gemüse rein.
Schaut, wie schön bunt ist. So, und dann geben wir noch ein bisschen von dem Knoblauch. Ich nehme nicht alle so, so ein Teil, die Hälfte vielleicht. Und das Rest kommt dann zum Schluss, wenn wir schon Suppe fast fertig haben. Dann hat man mehr Geschmack. Und natürlich kommen die jetzt alle unsere Gewürze. Außer erstmal Lorbeerblatt noch nicht. Aber die Gewürze, was wir vorbereitet haben, kommen jetzt alle in den Topf. In der Mitte kann man hier Platz machen und Tomatenmark reingeben. Auch Tomatensoße oder wenn ihr auch gemacht habt, diese Zucchini-Ketchup kann man auch reinmachen. Den Gläschen ruhig ausspülen und alles dazu geben. Alles schön umrühren. Geben noch ein bisschen Salz. Aber erstmal nicht viel, lieber später dann nachwürzen. Und noch ganz bisschen von diesem Tomatengewürz, was wir mal selber gemacht haben. Kann ich euch Link reinstellen von dem Video, unten in die Beschreibung. Deckel zu und lasse ihn kurz auf mittlere Hitze so einschmoren. In diese Zeit bereiten wir erstmal Kartoffeln. So, ich habe hier ungefähr 600 Gramm Kartoffeln. Der ein allergrößte lasse ich erstmal zum Reiben und Rest schneide in die Würfel. So einheitlich, dass es alles schön auf dem Löffel bleibt. So. So, Kartoffeln habe ich klein geschnitten und eine größte ist ungefähr 150 Gramm. Werde ich auf die feine Reibe reiben. Und wenn wir das geriebene Kartoffel in die Suppe geben, dann gibt er diese Eindickung. Er wird dann verkocht und dann merkt man ihn nicht, nur das merkt man, dieser angedickt ist. Wir werden noch den geriebene Kartoffel ein bisschen mit Messer so klein schneiden. So haben wir fast wie ein Brei. Jetzt kann das alles zu der Suppe gehen. So, schauen wir rein. Hier richtig sprudelt, köchelt schön langsam. Und jetzt können wir weitermachen. Wir geben da rein unsere klein geriebene Kartoffel. Gut verrühren. Und dann können wir schon Wasser oder wenn ihr habt eingekochte oder angefrorene Brühe, könnt ihr Brühe reinmachen. Auf jeden Fall kann man einfach ganz normale Wasser, am besten natürlich abgekochtes Wasser, heißes Wasser aus dem Wasserkocher. Ich nehme etwas Brühe und dann schaue, wie die Konsistenz ist und kann dann noch ein bisschen Wasser dazu geben. Riecht sehr schön. Die Kräuter, richtig haben sie sich entfalten. Wunderbar. Und dann klein geschnittene Kartoffel geht auch hier rein. Lassen wir es auf etwas höher als Mittelhitze köcheln. Und in dieser Zeit schneiden wir auch schon den Kohl. Und jetzt ist unsere letzte Zutat, das ist Weißkohl. Den werden wir schneiden, so wie ihr gerne möchtet. Kann man einfach auch genauso wie die alle Gemüse in so eine kleinere Würfel schneiden. Oder schneidet so, wie es mal gewöhnt, in Streifchen. Ich mache dann in die Schüssel und dann gebe ich noch ein bisschen Salz und knete es richtig mit dem Salz, dass der Kohl etwas weicher wird. So, Kohl habe ich jetzt geschnitten, gebe etwas Salz dazu. Deswegen in die Suppe erstmal nicht zu viel Salz geben und einfach ein bisschen kneten. Dann ist sie viel angenehmer und nicht so gummig in die Suppe. So, jetzt lässt sie das Saft. Dann könnt ihr zu der Suppe geben. So, unsere Suppe köchelt langsam hier vor sich hin und wir geben jetzt die letzte Zutat, unsere Weißkohl. Und dann kann man mal schauen, weil es schon super ist,
wie viel wir noch Wasser oder Brühe dazu geben. Lecker. Ich gebe noch dazu ein bisschen heißes Wasser aus dem Wasserkocher und köcheln wir erstmal. So, unser Suppchen kocht jetzt. Jetzt können wir noch ein bisschen was Grünes schneiden. Wenn ihr frische Kräuter habt, wie Dill und Petersilie, könnt ihr auch schneiden. Ich nehme heute gefrorene. So, kurz vor Ende, wenn wir schon merken, dass unser Kohl auch gar ist, können wir jetzt noch den Knoblauch dazu geben. Ein oder zwei Loberblätter, wie ihr es gerne möchtet. Dann geschnittene Frühlingszwiebeln und frische Petersilie oder Dill, nehmen gefroren. Und natürlich jetzt probieren und abschmecken nach Salz, nach Pfeffer, was euch da gefällt. Schaut ihr, was für so leckere Suppe. Probieren. Nach meinem Geschmack ist perfekt. Nur kurz aufkochen und dann kann man schon Herd ausmachen und einfach den Suppe so 10-15 Minuten ziehen, bevor wir es servieren. So, meine Lieben, unsere Suppe ist fertig. Schaut, was für so eine tolle Suppe haben. Und eine super Konsistenz. Es ist nicht zu dünn und nicht zu dick. Durch das geriebene Kartoffel hat es sich wirklich die Suppe richtig schöne Konsistenz angenommen. Naja, werden wir jetzt servieren. Und servieren kann man, ob das mit geröstete Brotwürfelchen oder ein Baguette dazu. Wir mögen es jetzt gerne mit dem Schmand. Voilà! Unser Mittagessen ist fertig. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachkochen und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Die Suppe schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!